Die Handhabung von Torrents oder Usenet-Downloads bei Premiumize ist ziemlich komfortabel. Ich kann einfach die Torrent- oder NZB-Dateien in meine Cloud laden und direkt über den Browser wieder herunterladen. Das geht aber noch deutlich angenehmer. Zum einen gibt es jetzt einen SFTP-Zugriff, zum anderen wird Premiumize bei Arclone unterstützt und das wiederum heißt, ich kann meine Cloud als Netzwerklaufwerk in Windows einbinden. Wie das geht, zeige ich euch nach dem Intro. Gleich noch ein Kommentar für die YouTube-Community-Kontrolleure. Wir reden hier ganz legal über Torrents. Nur weil ich hier Torrents zeige, heißt das nicht, dass das gegen die Community-Guidelines verstößt. Im Gegenteil, Torrents sind zum Beispiel dafür gedacht, dass ich mir eben mein Ubuntu-Desktop herunterladen kann. Dazu bin ich hier zum Beispiel mal auf der Ubuntu.com-Webseite und hier kann ich einfach die Sachen mit BitTorrent herunterladen und Premiumize ist eben ein Dienst, der mir dabei hilft. Ich muss dazu nämlich kein extra Torrent-Client auf Windows installieren und kann das Ganze über das Web-Interface machen. Also hier zeige ich jetzt nichts Gefährliches, nichts Illegales. Torrents ist genauso ein Protokoll wie HTTP. Ich kann damit einfach Dateien herunterladen. Und selbstverständlich gibt es eine ganze Menge legale Dateien, die man im Torrent-Netzwerk findet. Es gibt sogar extra eine Website, die nennt sich Legit Torrents. Und hier finde ich eben Dateien, die ich ganz normal legal herunterladen kann, weil die Urheberrechte da passen. Also zum Beispiel Linux-Distribution. So, dann hätten wir das aus dem Weg. Dann würde ich mal anfangen zu erklären, um was es hier geht. Wenn ich auf Premiumize zugreifen möchte, dann habe ich dafür die ganze Zeit verschiedene Wege dafür gehabt. Zum Beispiel konnte ich bei Android die extra App installieren oder ich konnte bei Kodi ein extra Plugin installieren oder ich konnte WebDev benutzen. Alles kam so ein bisschen mit Nachteilen, denn zum Beispiel konnte ich bei WebDev gar nicht meine Dateien richtig organisieren. Ich hatte da nur lesenden Zugriff drauf. Bei SFTP ist das jetzt anders. Hier kann ich jetzt also meine Dateien richtig organisieren. Wie das geht, das können wir uns mal anschauen. Dazu habe ich FileZilla hier in meinen Portable Apps installiert. Dann öffne ich einmal FileZilla und oben in der Leiste solltet ihr dann erkennen können, wie die Verbindung funktioniert. Man hat dann, ich nehme mal den Quick Connect hier. Ich habe hier also meine Benutzerkennung und die Benutzerkennung ist die Kundennummer und das Ganze wird dann mit dem Server von Premiumize verbunden. Woher weiß ich jetzt die ganzen Daten, die ich hier eingeben muss? Naja, wenn ich mal zurück zu Premiumize gehe, kann ich hier einfach auf Funktionen gehen. Beziehungsweise ich kann eigentlich auf Hilfe gehen. Nein, Quatsch, wir gehen auf Funktionen, App-Liste. Und hier gibt es dann die Option Windows. Und nach Windows kommt dann SFTP. Und hier bekomme ich eine Anleitung, wie ich eben mit FileZilla drauf zugreifen kann. Wichtig ist hier zu wissen, dass wir hier genau diese Adresse brauchen. Nutzername ist die Customer-ID und Passwort ist der API-Key. Wo finde ich die? Dazu gehe ich auf den Account-Tab hier oben einmal und hier habe ich eben eine Kundennummer, das ist die Customer-ID und der API-Key. Also um es kurz zu machen, hier oben gebe ich es ein, sftp.premiumize.me, gefolgt vom Benutzernamen, der wäre die Kundennummer, kann ich einfach rauskopieren und der API-Key ist dann entsprechend das Passwort, der Port ist 22 und dann kann ich auf Verbinden drücken. Und die Verbindung wird aufgebaut und ich sehe hier meine ganzen Dateien. Das Besondere jetzt hier ist, ich kann die Dateien umbenennen. Zum Beispiel habe ich hier einen Ordner, den ich einfach umbenennen kann und der dann tatsächlich umbenannt ist. Wenn ich nämlich hier auf My Files gehe, sehe ich nämlich, ja, dass der umbenannt ist. Soweit, so gut. Und das Ganze ist auch relativ praktisch. Allerdings habe ich schon gemerkt, es ist nicht besonders schnell. Ich gehe hier mal auf Downloads und wir machen mal einen Download von so einer Kali Linux Distribution. Und hier sieht man dann, dass das Ganze relativ langsam ist. Es braucht schon mal ewig zum Starten und dann, ja, braucht es 4 Stunden, um das Ganze runterzuladen. Ich habe jetzt aber aus dem Augenwinkel gerade was gesehen. Nämlich bei der Anleitung hier steht, for technical reasons, the SFTP service cannot be connected to our CDN network, where server speeds may differ from the usual ones. Jo, das ist relativ schade, denn das führt jetzt dazu, dass hier die Geschwindigkeit echt unterirdisch ist. Also in einem Bereich aktuell, der eigentlich nicht benutzbar ist. Natürlich kann man jetzt hier parallelisieren und versuchen, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und man sieht ja auch, dass es hier schwankt. Also jetzt geht sie gerade wieder ein bisschen nach oben. Und das ist auch das, was ich so festgestellt habe. Also die Geschwindigkeit ist relativ instabil.
vielleicht muss man einfach ein bisschen Geduld haben, vielleicht wird das Ganze noch verbessert oder es ist halt nur am Anfang, dass es länger dauert. Immerhin, jetzt scheint es schneller zu gehen. Ich hatte aber sehr gemischte Ergebnisse bei meinen Tests mit SFTP. Gut, jetzt wollte ich euch aber noch eine andere Möglichkeit zeigen, wie ihr auf das Ganze zugreifen könnt. SFTP kann man ja zum Beispiel jetzt nutzen, wenn man seine Dateien dort organisieren möchte. Dann habe ich kein Problem damit, dass das Ganze vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber zum Organisieren, Löschen, Verschieben kann man das wirklich gut benutzen. Zum anderen gibt es ja zum Beispiel viele Datei-Explorer auf Android oder anderen Systemen, die damit direkt zurechtkommen und ich brauche nicht extra die Premiumize-App installieren. Also es gibt schon gute Gründe, das Ganze zu benutzen und jetzt gerade eben sehe ich auch, dass die Geschwindigkeit wirklich ja, in Ordnung ist. Ja, aber wie gesagt, sehr wechselhaft. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrung in die Kommentare schreiben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit und mit dieser anderen Möglichkeit kann ich wahrscheinlich das Content Delivery Network von Premiumize nutzen. CDNs sind relativ wichtig, um gute Geschwindigkeiten zu bekommen und das probieren wir jetzt direkt mal aus. Und dazu nutzen wir das Programm rClone. rClone muss ich erstmal runterladen und deshalb bin ich hier auf der rClone Website und gehe hier oben einmal auf Downloads. In meinem Fall habe ich Windows mit 64-Bit und klicke hier auf den Download-Button. Jetzt lädt sich hier eine ZIP-Datei runter und rClone wird bei mir nicht installiert, sondern ich kann das Ganze hier einfach nur entpacken. Das heißt, ich nehme jetzt hier diesen rClone-Ordner oder rClone-Ordner und packe den mal bei mir unter Downloads hin. Den packt ihr natürlich bei euch gerne auch woanders hin. So. Den kann ich hier öffnen und hier habe ich die rClone-Exe. Das ist die Datei, die mich gleich interessiert. So, ich gehe nochmal zurück, nenne das Ganze jetzt der Einfachheit halber hier einfach rClone. So, und ja, jetzt hat hier der seine Dateiübertragung abgeschlossen. Ja, jetzt, also gut, okay, Vorführeffekt, jetzt war die Geschwindigkeit echt überzeugend. Ja, gut, wollen wir uns nicht beschweren. Wir haben jetzt hier rClone am Start. Da wollten wir ja drüber sprechen. Und hier oben klicke ich jetzt einmal rein und gebe CMD ein und bestätige das mit Enter. Das heißt, ich bin hier schon im richtigen Pfad und kann direkt loslegen. Ich gebe jetzt einmal hier ein rClone Config. Jetzt fragt mich rClone, was ich hier eigentlich machen will. Er sagt hier No Remotes Found. Was will der mir damit sagen? Was ist denn eine Remote? Naja, eine Remote ist eine Remote-Verbindung, also eine Verbindung zu einem Server. Und unser Server ist Premiumize. Und wir legen den jetzt neu an und bestätigen das Ganze hier mit N. Den kann ich jetzt irgendwie benennen. Ich nenne die jetzt natürlich mal Premiumize. Und jetzt gibt er mir eine Liste von möglichen Verbindungen. Und hier habe ich tatsächlich bei der 33 SFTP. Aber da wissen wir ja schon, da haben wir genau das Problem, dass wir hier keine Content Delivery Networks zwischenschalten können. Aber wir haben hier unten bei der 44 Premiumize direkt. Und das geht über die API von Premiumize. Und da wiederum ist, glaube ich zumindest, ein Content Delivery Network zwischengeschaltet. Das heißt, ich wähle mal hier 44 aus und nicht SFTP. Die Advanced Config will ich nicht editieren und bestätige das Ganze mit Enter. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Auto-Config durchzuführen und das würde ich mal mit Yes bestätigen, das wäre auch der Default. Und jetzt führt er mich auf die Premiumize-Website und fragt mich, ob rClone halt hier bestätigt werden kann, also ob diese App autorisiert wird. Und das Ganze würde ich mal bestätigen mit Ja, ich autorisiere. Das Ganze bestätigt er mit Success und ich gehe mal hier zurück. Und ich sehe jetzt hier, dass das Ganze übertragen wurde. Es gibt einen Access-Token und den kann ich jetzt mit OK bestätigen. Also einfach Ja und weiter geht's. Das war's jetzt erstmal schon. Jetzt habe ich Premiumize angelegt. So, jetzt würde ich das Ganze gerne als Windows-Laufwerk einbinden. Ich vermute mal, dass ich dazu WinFSP vermute, aber das sehen wir gleich. Ich gehe jetzt mal hier auf Q für Quit-Config. Und jetzt gibt es einen Mount-Befehl, der nennt sich rClone Mount und da muss ich jetzt mal spicken, da gibt es eine Website von rClone, die das genau beschreibt. Verlinke ich natürlich alles in der Videobeschreibung. Und das ist quasi die Syntax, die ich jetzt hier benutzen muss. Also ich nenne das Ganze rClone Mount. Remote ist bei mir Premiumize, Doppelpunkt. Und jetzt könnte ich den Pfad zu den Dateien eingeben. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Slash. Und dann würde ich das Ganze gerne auf X mounten bei Windows, also ein Laufwerk einfach einbinden, das X heißt.
Und jetzt sagt er zu mir, jo, geht nicht, weil WinFSP fehlt. Das brauchen wir tatsächlich noch. Auch dazu findet ihr natürlich den Link in der Videobeschreibung. Ich muss das Ganze nur runterladen, installieren und danach funktioniert dann auch der Mount-Befehl bei Arclone. So, WinFSP ist jetzt installiert. Zurück zu unserer Kommandozeile und wir führen den gleichen Befehl nochmal aus. Und jetzt sagt der Service Arclone has been started. So, und das könnte jetzt heißen, dass es funktioniert hat. Ich gehe mal auf dieser PC und sehe jetzt tatsächlich Premiumize. Jo, und habe hier meine Dateien liegen. Jetzt wollten wir mal die Geschwindigkeit testen und deshalb schnappe ich mir jetzt hier so eine Ubuntu-Datei und kopiere die mal zum Beispiel in Downloads. Und wir gucken mal, wie schnell das Ganze geht. Dazu lasse ich hier mal den Netzwerk-Tab offen und stelle das mal nebendran. Und hier bekomme ich dann von Anfang an schon eine ganz gute Geschwindigkeit, muss also nicht so lange warten, wie das jetzt bei SFTP halt der Fall war. Also so richtig stimmt hier auch die Geschwindigkeitsanzeige gar nicht, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ja, aber hier kann ich in Mbit die Geschwindigkeit sehen und das sieht doch sehr gut aus. Ja, das habe ich irgendwie öfters, dass der hier in der Prozessen zwar irgendwas anzeigt, aber so richtig stimmen tut es dann am Ende nicht. Ja, aber hier habe ich jetzt innerhalb weniger Sekunden das Ganze kopieren können. Das heißt, hier habe ich wirklich eine hohe Geschwindigkeit, was das Ganze angeht. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist natürlich, dass ich auch Dateien hochladen kann. Das kann ich sowohl per SFTP tun, als auch mit meinem Laufwerk hier bei Arclone. Ich würde sagen, das probieren wir gleich mal aus. Ich habe hier schon mal ein bisschen was getestet. Das lösche ich mal weg hier, die ZIP-Datei. Und ich habe mir hier einen Ordner angelegt, der nennt sich Upload. Um das Ganze zu kontrollieren, gehe ich auch mal ins Webinterface unter My Files und hier finde ich auch den Ordner Upload und wie ich sehe, ist der aktuell leer. Jetzt fangen wir mal mit einer kleinen Datei an und gehen dann über zu einer großen Datei. Was ihr auf der rechten Seite seht, ist mein Download-Ordner. Der liegt lokal auf meinem Computer und links ist eben ja, die Premiumize Cloud, in die ich jetzt Dinge reinladen werde. Ich nehme mal hier diese ZIP-Datei von Arclone und die hat 13,7 MB. Die kopiere ich hier einmal rein. Bisschen kurios finde ich hier dieses Änderungsdatum, dass das immer auf 1999 steht. Aber gut, nehmen wir einfach mal so hin. Das Kopieren ging jetzt relativ schnell. Tatsächlich startet jetzt im Hintergrund erst der Upload. Das sehe ich nämlich jetzt hier, dass hier noch Netzwerk-Traffic aktiv ist. Da das aber eine kleine Datei ist, geht das relativ schnell und das merkt man auch kaum. Wenn ich jetzt also hier online mal nachschaue, ich versuche das mal zu aktualisieren, aber aktuell ist die Datei immer noch nicht zu sehen. Ich gehe nochmal auf Upload. Also dieser Ordner ist tatsächlich leer und ich muss jetzt erstmal warten, bis die Datei tatsächlich hochgeladen ist. Es passiert jetzt hier im Netzwerktab nichts mehr, also da sollte es nicht mehr lange dauern und hier sehe ich jetzt die ZIP-Datei. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich größere Dateien habe? Ja, im Prinzip gleich, nur dass es länger dauert. Ich kann jetzt hier mal so eine Datei mir nehmen. STRG-C und STRG-V, die wird eingefügt. Das ist jetzt 1 GB oder 1,18 GB. Und wie ich sehe, ist die jetzt auch schon hier zu sehen mit ihren 1,18 GB. Aber bei Premiumize wird die jetzt erstmal ein paar Minuten lang nicht erscheinen, abhängig von meinem Upload-Speed, den ich halt habe. Kontrollieren kann ich das hier auch wieder im Task-Manager. Da sehe ich dann, dass hier ein Arclone Upload läuft und ich muss jetzt halt so lange warten, bis der Upload fertig ist. Ja, und dann würde ich auch entsprechend diese Datei sehen. Das finde ich jetzt nicht so elegant, das liegt aber an der Funktionsweise von Arclone, die halt dieses Mounten so ja, umgesetzt haben, dass sie im Prinzip erstmal die Datei da drauf kopieren und im Hintergrund sich dann darum kümmern, dass das Ganze hochgeladen wird. Eigentlich sollte das gleiche auch für FileZilla gelten, beziehungsweise die SFTP-Verbindung. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich damit aber sehr viele Probleme. Zum einen ist das nicht wirklich synchron mit der Anzeige im Online-Interface. Ich bekomme teilweise andere Dateien angezeigt. Wenn ich was uploade, bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen, dass die Datei schon vorhanden wäre und die überschrieben werden müsste, obwohl die eben nicht vorhanden ist. Und wenn ich es dann doch schaffe, die Datei irgendwie hochzuladen, wird die mit 0 Byte angezeigt und ist auch nur im SFTP zu sehen, aber nicht im Webinterface bei Premiumize. Das Ganze ist also aktuell noch ein bisschen buggy und ich würde immer empfehlen, die Premiumize API zu nutzen, wenn das möglich ist.
Und ich habe natürlich jetzt auch schon ein Ticket aufgemacht und hoffe, dass das bei SFTP besser wird, denn SFTP ist eigentlich für mich die elegantere Lösung, da das ein Standardprotokoll ist. Dann haben wir jetzt noch Zeit für ein kleines Fazit. Wer also seine Dateien organisieren möchte auf Premiumize, der kann auf SFTP zurückgreifen. Das ist vor allem praktisch, weil ich meinen Android-Datei-Explorer dann einfach dafür verwenden kann. Wer jetzt aber Uploads und Downloads machen will, der sollte aktuell noch was benutzen, was mit der API von Premiumize sprechen kann, und das ist leider nicht SFTP. Klar, man kann hier Downloads natürlich durchführen, habt ihr ja im Video gesehen, aber so richtig zuverlässig und schnell funktioniert das Ganze aktuell nicht. Deshalb ist hier Arclone aktuell noch die bessere Wahl. Arclone spricht einfach mit der Premiumize API und damit sind dann auch schnelle und zuverlässige Up- und Downloads möglich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich nicht nur über ein Abo, sondern schau auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du meinen Affiliate-Link zu Premiumize.